Gesundheitsminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, einen guten Tag von meiner Seite. Ich möchte Sie zum aktuellen Stand in einigen wichtigen Bereichen nach dem Ministerrat informieren. Einerseits möchte ich zum aktuellen Stand der Lage, was die Pandemie betrifft, berichten. Andererseits möchte ich aber auch ein aktuelles Update zum Thema Covid-Medikamentenbestellungen geben, die wir soeben im Ministerrat beschlossen haben. Ein drittes wichtiges Thema, das uns heute auch im Ministerrat beschäftigt hat, ist der Gewaltschutz, unsere ressortübergreifenden Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. Zur aktuellen Lage der Pandemie. Die vierte Welle hat Österreich mit voller Wucht erwischt. Tag für Tag muss in den Spitälern Platz geschaffen werden für neue Covid-19-Patientinnen und Patienten. Die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte sind erschöpft, Angehörige trauern um ihre Lieben. Um diese Welle zu brechen, haben wir uns in der Bundesregierung, aber auch gemeinsam mit den Bundesländern und der größten Oppositionspartei zusammengetan und wir haben einen harten Lockdown für alle Menschen in Österreich beschlossen. Das ist eine unpopuläre Maßnahme, die wir leider treffen mussten, um unsere Spitäler und das Gesundheitspersonal zu entlasten. Um sicherzustellen, dass notwendige, dringende Operationen in Österreich weiterhin möglich sind und Notfälle behandelt werden können. Der Lockdown war die Ultima Ratio. Er ist eine Zumutung, aber er war leider notwendig. Davor haben wir zahlreiche andere Maßnahmen gesetzt. Wir haben die 3G am Arbeitsplatzregelung gemacht. Wir haben 2G in der Freizeit eingeführt. Wir haben das Testangebot kontinuierlich ausgebaut und auch die Maskenpflicht ausgedehnt. Die neueste Covid-19-Prognose der Expertinnen und Experten lässt ein kleines bisschen Hoffnung zu. Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zeigen Wirkung. Die Dynamik der Infektionsentwicklung dürfte sich leicht einbremsen. Es wird aber noch länger dauern, bis auch die Spitäler eine Entlastung spüren, denn die Menschen, die in der nächsten Woche auf die Intensivstationen kommen, sind bereits infiziert. Die aktuellen Maßnahmen, die Impfungen, die Tests, die Kontaktreduktion dienen dem Schutz aller Menschen in Österreich. Sie retten Leben und sie sorgen dafür, dass es für alle Menschen, die es in Österreich brauchen, eine entsprechende medizinische Versorgung gibt. Ich möchte aber auch hier betonen, die Maßnahmen haben nur dann Wirkung, wenn sich möglichst viele Menschen in Österreich auch daran halten. Zur Medikamentenbeschaffung. Unsere Priorität liegt derzeit darauf, mit einem Lockdown die vierte Welle zu brechen und durch eine allgemeine Impfpflicht eine ernsthafte fünfte Welle im kommenden Jahr zu verhindern. Neben diesen wichtigen Maßnahmen brauchen wir auch wirksame, getestete und zugelassene Medikamente zur Behandlung von Covid-19. Hier gibt es derzeit, Gott sei Dank, vielversprechende Aussichten. Wir bemühen uns daher gemeinsam um neue Möglichkeiten für die Behandlung von Covid-19. Dank der Wissenschaft lernen wir immer mehr über das Virus und über die Bekämpfung des Virus. Heute haben wir im Ministerrat gemeinsam beschlossen, dass das Gesundheitsministerium 80.000 Dosen Molnupiravir von der Firma Merck beschaffen wird. Außerdem werden wir 270.000 Dosen des Covid-Medikaments von Pfizer bestellen. Die Zulassung der beiden Präparate wird bald erwartet. Das sind Medikamente, die wissenschaftlich erwiesen helfen, Covid-19-Patientinnen und Patienten gezielt zu behandeln. Ich betone es aber auch an dieser Stelle ganz deutlich, diese Medikamente sind nicht als Alternative zur Impfung zu sehen. Bitte schützen Sie sich daher so bald wie möglich vor einer Corona-Infektion. Bitte holen Sie sich Ihre Corona-Schutzimpfung. Es ist zwar absurd, das jetzt hier ergänzen zu müssen, aber nachdem wir im Parlament auch gestern wieder eine Fraktion hören, die bei der Behandlung von Covid-19 ernsthaft ein Wurmmittel empfiehlt, möchte ich hier ganz klar sagen,
Auch das Wurmmittel ist keine Alternative zur Impfung. Das ist toxisch und selbst der Hersteller empfiehlt nicht die Einnahme. Bitte passen Sie hier auf. Das bringt mich auch schon zu meinem nächsten Thema, nämlich der aktuelle Stand der Impfpflicht. Nach dem Lockdown wird die Impfung weiterhin das Ticket für einen möglichst normalen Alltag sein, denn 2G wird uns noch lange begleiten. Die Einschränkungen, die es angesichts der aktuellen Situation auch für Geimpfte braucht, sind zeitlich begrenzt. Für die Ungeschützten wird es danach auch weiterhin Schutzmaßnahmen brauchen. 5,9 Millionen Menschen in Österreich sind durch die Impfung bereits geschützt. Das sind aber leider noch zu wenige, um die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen. Um künftige Wellen bestmöglich zu verhindern, hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern und der größten Oppositionspartei auf eine allgemeine Impfpflicht geeinigt. Wir haben diese Woche einen umfassenden Prozess zum Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Impfpflicht gestartet. Wir wollen dabei rasch einen Gesetzesentwurf vorlegen. Anschließend wird es ein ordentliches Begutachtungsverfahren geben. Mir ist wichtig, dass hier es zu einer Einbindung von Expertinnen und Experten, von den Sozialpartnern, von der Zivilgesellschaft kommt und dass wir das in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess besprechen. Das ist auch wichtig für eine breite Akzeptanz der allgemeinen Impfpflicht in der Bevölkerung. Die ersten Termine werden hier schon bereits in den nächsten Tagen stattfinden. Ich möchte auch an dieser Stelle wieder betonen und dazu aufrufen, bitte halten Sie sich an die Maßnahmen. Nutzen Sie die kommenden Tage. Lassen Sie sich impfen im Impfbus, im Supermarkt oder auch in der Impfstraße. Holen Sie sich Ihre Boosterdosis, wenn Sie diese benötigen, und schützen Sie sich bereits jetzt bestmöglich vor dem Coronavirus. Bitte warten Sie nicht, bis die Impfpflicht in Kraft tritt. Die Impfung kann Sie und Ihre Mitmenschen bereits heute vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Halten wir zusammen und schauen wir aufeinander. Das letzte Thema, das ich ansprechen will, ist das Thema Gewaltschutz. Dass wir auch in der Pandemie oder gerade in der Pandemie nicht aus den Augen verlieren dürfen, gerade jetzt nicht, im Gegenteil. Der Lockdown ist aktuell eine sehr harte, aber notwendige Maßnahme. Viele Menschen verbringen jetzt verstärkt Zeit zu Hause, in den oft beengten Wohnungen mit den Kindern. Und es steigt leider hier auch wieder die Gefahr der häuslichen Gewalt. Daher ist die Aufklärung gerade jetzt besonders wichtig. Das Sozialministerium hat gestern eine Kampagne gegen Männergewalt gestartet, für mehr Sensibilisierung, für Gewaltprävention und Opferschutz. Man spricht es an, wenn Frauen körperliche oder verbale Gewalt erfahren, so die Aufforderung dieser Kampagne. Männer sind hier besonders gefragt, gegen Übergriffe, gegen Belästigungen und gegen Gewalt aufzustehen. Die Gewalt von Männern reicht von abfälligen Bemerkungen und Beschimpfungen zur psychischen und physischen Gewalt bis hin zum Mord. Es gab in Österreich dieses Jahr bereits 28 Femizide. Gewaltprävention und der Opferschutz sind daher wichtiger denn je und wir stellen seitens des Sozialministeriums 2021 4 Millionen Euro zusätzlich an Mitteln für die Maßnahmen in diesem Bereich zur Verfügung. Danke. Herzlichen Dank, Frau Ministerin, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, 99.966 Menschen haben gestern Dienstag eine Impfung erhalten. Das sind fast 100.000 Impfungen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten davon 11.000 Erststiche, 12.000 Zweitstiche und fast 77.000 Drittstiche. 11.000 Erststiche, das ist einmal gut, aber es ist nicht gut genug und es zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass wir auch in Richtung der Impfpflicht eben weiterdenken als langfristige Maßnahme, denn wir müssen alle mithelfen. Wir müssen alle einen Beitrag leisten und wir müssen vor allem alle mithelfen, damit wir jene schützen, die sich selbst noch nicht schützen können. Und das ist etwas, was mir in der Diskussion oft fehlt und das ist mir als Familienministerin einfach so wichtig.
Dass man sich selbst schützt, das ist selbstverständlich und in seiner eigenen Verantwortung. Aber wir müssen doch auch an die denken, die, wie gesagt, noch nicht die Möglichkeit haben, sich zu schützen, die noch keine Impfmöglichkeit haben, für die Impfungen noch nicht möglich sind, und das sind einfach die Kinder. Und bei den Kindern haben wir aktuell auch hohe Ansteckungszahlen. Über 20.000 Ansteckungen bei den unter 14-Jährigen in den letzten 7 Tagen. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch Kinder sind auf der Intensivstation, wenn sie an Corona erkranken. Und auch Kinder können an Long-Covid erkranken, als Nachfolgewirkung einer Corona-Erkrankung. Und deshalb ist es, wie gesagt, auf der einen Seite so wichtig, dass wir die Möglichkeit nutzen, die uns hoffentlich die Europäische Arzneimittelagentur diese Woche geben wird, dass auch die Impfung zugelassen wird für die 5- bis 12-Jährigen. Manche Bundesländer impfen ja schon off-label, aber wir hoffen, dass wir die nächsten Tage auch die Zulassung für die 5- bis 12-Jährigen erhalten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so wichtig, dass wir trotzdem eine Perspektive geben. Eine Perspektive zum einen für jene, für die die Impfung noch nicht da sein wird. Und das sage ich auch als Mutter eines 4 Monate alten Sohnes. Das ist nicht lustig, wenn man weiß, da wird es noch keine Perspektive einer Impfung geben. Die ist jetzt noch nicht absehbar. Und trotzdem möchte ich nicht, dass mein Kind an Corona erkrankt. Und deshalb möchte ich, dass jeder, der die Möglichkeit hat, sich auch schützt. Und das ist für mich auch ein solidarischer Gedanke, der, wie gesagt, für die Kinder, für die Jugendlichen ganz, ganz wichtig ist. Und nicht nur das, wir wissen doch, dass Corona und die ganze Zeit, die wir die letzten 2 Jahre verbracht haben, gerade für die Kinder und Jugendliche echt schwierige Zeit war. Gerade für sie ist es schwierig, sich zu schützen, gerade für sie ist es schwierig, wenn sie den Schulalltag nicht so haben, wie sie es gewohnt sind, wie sie es auch verdient haben. Gerade für sie ist es wichtig, wenn sie auch die sozialen Kontakte als Jugendliche nicht so haben können, wie wir das gewohnt waren als Jugendliche und wie sie es auch verdient haben. Und daher brauchen wir eine Perspektive, die auch den Kindern und Jugendlichen langfristig die Möglichkeit gibt, einen kinder- und jugendgerechten Alltag zu haben, wie wir es auch brauchen, damit sie auch eine positive Perspektive für die Zukunft haben. Und deshalb die Impfpflicht. Und ein Gedanke einfach noch, der mich sozusagen auch bewegt, wenngleich ich verstehe, dass viele Menschen die Impfpflicht auch als einen Eingriff in die persönliche Freiheit ansehen, so möchte ich doch den Gedanken mitgeben, dass es die Möglichkeit ist, dass wir alle wieder unsere Freiheit zurückerlangen. Es ist nicht die Freiheitseinschränkung, es ist der Weg zurück in die Freiheit für uns alle, weil es ist das Virus, das unsere Freiheit einschränkt. Und es ist das Virus, das unser Feind ist. Und es ist das Virus, das es nötig macht, dass all diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen, die wir gerade erdulden müssen, auch stattfinden müssen. Und daher ist auch die Impfpflicht auch aus verfassungsrechtlicher Sicht in der Abwägung von Gütern auch diese Möglichkeit, um unsere Freiheit, insbesondere, wie gesagt, für jene, die sich nicht schützen können, zurückzuerlangen. Als Frauenministerin habe ich die letzten 2 Jahre besonders gesehen, dass natürlich die Situation im Rahmen eines Lockdowns, der Freiheitseinschränkungen, aber natürlich auch der gesamten Corona-Situation an sich eine schwierige Situation für die Familien ist, besonders auch für die Frauen, für alleinerziehende Mamas, die zu Hause die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, oft auch das Homeschooling sicherstellen müssen. Und ja, da gibt es vermehrt Spannungen in den Familien. Und ja, deshalb ist es so wichtig, dass wir auch dieses Thema häusliche Gewalt immer wieder adressieren und ins Bewusstsein bringen. Morgen starten die 16 Tage gegen Gewalt. Das ist eine UN-Kampagne weltweit, soll sie Bewusstsein schaffen im Kampf gegen Gewalt an Frauen und auch Kindern. Und wir in Österreich sind selbstverständlich intensiv daran beteiligt. Und wir haben heute einen gemeinsamen Ministerratsvortrag eingebracht, um dieses Bemühen auch noch einmal zu verstärken, wo der Innenminister, der Sozialminister, die Justizministerin und auch ich unsere Bemühungen im Kampf gegen Gewalt auch fortsetzen und intensivieren. Ich durfte ja gestern bereits mit dem Innenminister den Gewaltschutzgipfel abhalten, daher gab es da schon viel Informationen. Aber noch einmal auch für Sie zusammengefasst,
Wir haben uns auch heute darauf verständigt, dass wir die finanziellen Mittel investieren, 11 Millionen Euro in Gewaltschutzzentren, Familienberatungsstellen, Kampf gegen kulturell bedingte Erkulturen zusätzlich. Im Bereich der Justiz, die Justizministerin wird die Familie- und Jugendgerichtshilfe stärken. Sie wird auch Anti-Gewalt-Trainings stärken. Der Sozialminister wird 4 Millionen Euro für die Arbeit mit Männern und Burschen ausgeben. Der Innenminister umfassend auch an der Gefährderberatung weiterarbeiten, sodass alle Männer, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, auch eine verpflichtende Gefährderberatung machen müssen. Und wir im Frauenressort, wir werden zusätzlich, das haben wir schon nun begonnen, eine Kampagne starten, eine Kampagne, die Sie in den Printmedien finden, die Sie auch an den Infoscreens in den U-Bahnen finden, wo wir alle Frauen erreichen wollen. Und das möchte ich auch in diesem Rahmen noch einmal unterstreichen. Jeder, der Unterstützung braucht, jede Frau, die von Gewalt betroffen ist oder die einfach in Sorge ist, die Ängste hat, soll sich bitte an unsere Beratungsstellen wenden, an die Frauenhelpline, an die Gewaltschutzzentren und natürlich, wie auch der Innenminister betont, jederzeit 133 den Polizeinotruf rufen. Diese Informationen finden Sie auch in der neuen Infokampagne, die anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt jetzt auch breit in den Medien und wie gesagt in den öffentlichen Verkehrsmitteln geschaltet wird. Und ja, auch anlässlich der Ausgangsbeschränkungen, die wir jetzt wieder haben, aber nicht nur deshalb, sondern insgesamt, es gibt ausreichend Plätze in Frauenhäusern, in den Gewaltschutzzentren, in allen Beratungseinrichtungen. Wir haben mehrere hundert Familienberatungseinrichtungen, die wir jetzt noch einmal finanziell stärken. Wir haben 170 Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen. In Ihrer unmittelbaren Umgebung finden Sie Hilfe, nutzen Sie sie. Vielen Dank. Herr Westhoff, bitte. Zwei Fragen an den Gesundheitsminister. Sie haben gesagt, es gibt erste Zeichen der Entspannung, ein bisschen Hoffnung, dass sich Wirkung zeigt. Woran machen Sie das fest? Heute sind die zweithöchsten Infektionszahlen seit Pandemiebeginn gemessen worden. Die zweite Frage, Virologen zweifeln das Datum des Lockdowns Ende massiv an, sagen, das ist ein Wunsch ans Christkind. Welche Zielzahl muss bei den Infektionszahlen erreicht sein, damit dieser Lockdown ganz konkret endet? Danke. Expertinnen und Experten sagen uns, dass wir eine Kontaktreduktion von 30% erreichen müssen. Das ist notwendig, um jetzt die Kontakte so zu reduzieren, dass wiederum die Positivtestungen zurückgehen, wir damit die Normalstationen und in weiterer Folge die Intensivstationen entlasten können. Wir haben im Prognosekonsortium gestern eine leichte Tendenz zur Entspannung vermittelt bekommen. Das ist natürlich jetzt am Anfang des Lockdowns noch zu früh zu sagen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Aber wir haben ja bereits Maßnahmen gesetzt. Wir haben die 3G-Regelung am Arbeitsplatz vor mehreren Wochen eingeführt. Wir haben die 2G in der Freizeit, die laufen. Wir haben die Impfungen, die Kollegin hat das gerade auch gesagt, 100.000 Impfungen an einem Tag. Das ist doch schon ganz beachtlich, davon 76.000 Drittstiche. Gestern. Das heißt, wir wissen aus Erfahrungen in Israel, dass dort die dritte Welle mit der dritten Dosis gebrochen worden ist und wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Ziel ist es, und das ist auch die einzige Rechtfertigung für einen harten Lockdown, dass wir die Intensivstationen nachhaltig entlasten können durch diesen dreiwöchigen Lockdown. Es ist auch schon klar, dass der Lockdown für die ungeimpften Menschen, für die, die den Schutz noch brauchen, weitergehen wird. Herr Bartruel, bitte. Ich möchte einmal noch nachfragen trotzdem. Das heißt, Sie gehen Stand jetzt nach wie vor davon aus, dass ab dem 13. Dezember, wie angekündigt, der Lockdown für Geimpfte vorbei sein wird. Und als zweite Frage, Sie haben gesagt, Sie haben die Testangebote ausgebaut. Außerhalb von Wien, wenn man sich ein bisschen umschaut, ist das ein totales Chaos und funktioniert überhaupt nicht. Wo sind denn da die Testangebote gerade im PCR-Bereich ausgebaut worden? Danke. Meine Aufgabe als Gesundheitsminister ist es, dass die intensivmedizinische Versorgung von allen Menschen, die in Österreich gesichert ist. Das heißt, wir haben hier auch kommunizierende Gefäße. Wir haben jetzt Menschen, die von Salzburg nach, also intensivpflichtige Menschen, die von Salzburg nach Wien gebracht werden. Das heißt, wir können das nicht nur pro Bundesland sehen, sondern es muss über Österreich genug
Intensivkapazitäten geben, dass jeder, der das braucht, auch ein Intensivbett bekommt. Und hier bin ich überzeugt, und das sagen uns Experten, dass 3 Wochen mit einer Kontaktreduktion von 30% ausreichend Entlastung schaffen wird. Und wir haben ja nicht begonnen jetzt mit Maßnahmen. Wir haben Maßnahmen, die bereits wirken. Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die 2G-Regelung in der Freizeit. Wir haben seit einigen Wochen sehr stark steigende Impfzahlen, allein gestern 100.000 Impfungen in Österreich. Das heißt, wir wissen auch, dass nach diesen 20 Tagen Lockdown, das sind 2x10 Tage, die Kontaktbeschränkungen für die ungeimpften Menschen weitergehen wird. Die Testkapazitäten in den Bundesländern sind kontinuierlich seit ungefähr Anfang September ausgebaut worden. Die Testinfrastruktur und auch die Verimpfung der Impfstoffe ist grundsätzlich Landessache, da ist unterschiedlich agiert worden. Wir unterstützen hier seitens des Gesundheitsministeriums und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Wochen schaffen werden, dass ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Sie sagen, es braucht diese Kontaktreduktion von 30%. Wenn man draußen auf der Straße ist, in der U-Bahn fährt, dann schaut das nicht danach aus, als würden die Leute sich so sehr zurücknehmen wie in den bisherigen Lockdowns, die wir hatten. Wäre es nicht ehrlicher, den Geimpften zu sagen, wir wissen nicht, wann der Lockdown enden kann, das wird davon abhängen, welches Ziel wir erreichen, anstatt sich so auf den 13. zu fixieren? Und zur Medikamentenbestellung, wann konkret sollen denn diese Medikamente dann in Österreich verfügbar sein? Es ist klar, dass jede Maßnahme, die gesetzt wird, bis hin zu einem harten Lockdown, nur dann funktioniert, wenn sich die Menschen daran halten. Das ist so. Wir sehen, dass auch in den Bewegungsdaten sich abzeichnet, dass es selbstverständlich zu Kontaktreduktionen jetzt schon kommt. Das sehen wir. Aber natürlich möchte ich die Menschen in Österreich aufrufen, dass sie sich an die Regeln halten. Wir brauchen diese Kontaktreduktion dringend. Wir brauchen sie, damit weniger Menschen positiv getestet werden, erkranken, auf Normalstationen kommen und dann auf die Intensivstationen kommen. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, nämlich, dass wir die medizinische Versorgung in Österreich sicherstellen. Und ich glaube daher, dass jeder Mensch in Österreich daran interessiert ist, dass er hier mithilft und dass genau diese so wesentliche Ressource für alle Menschen, die in Österreich sichergestellt werden kann. Die Medikamente sind sowohl über den EU-Mechanismus als auch bilateral bestellt worden. Wir rechnen mit Anfang des Jahres mit den ersten Lieferungen. Sind Medikamente, die sehr hoffnungsvoll stimmen. Ich möchte schon dazu sagen, dass das Medikamente sind, die die Impfung nicht ersetzen. Das sind Medikamente, die in der Regel chronisch kranken oder schwer chronisch kranken Menschen mit Risikofaktoren, die positiv getestet werden, innerhalb von wenigen Tagen, 3 bis 5 Tage werden hier genannt, gegeben werden müssen. Das heißt auch hier, und da sind wir dabei, müssen ambulante Settings gefunden werden, wo das gegeben werden kann. Das ist kein Medikament, was man in Spitälern gibt, weil dort kommen die Leute ja erst am 6., 7., 8. Tag hin und da ist es dann schon zu spät für diese Medikamente. Das heißt, wir sind da dabei, wir haben schon mit den Ländern Gespräche geführt, wir warten Anfang des Jahres, dass die ersten Dosen kommen und das ist natürlich sehr verheißungsvoll. Bitte schön, Herr Bauer. Ich muss noch einmal nachfragen zu dem 12.12. Abgesehen von den 30%, die Sie genannt haben, Kontaktreduktion, gibt es da eine konkrete Zahl an Neuinfektionen täglichen, wo man sagt, okay, das ist einfach zu hoch, es geht trotzdem nicht, obwohl wir uns das vorgenommen haben. Ziel ist es, dass wir die Intensivstationen so weit entlasten, dass wir mit einem Lockdown für die Ungeimpften weiter sicherstellen können, auch über die Wochen darüber hinaus, dass die medizinische Versorgung, die Versorgung auf Normalstationen, auf Intensivstationen sichergestellt werden kann. Und das ist das, was wir alle gemeinsam erreichen müssen. Die Kontaktreduktion findet ja nicht irgendwo statt, sondern zwischen Menschen. Und das heißt, deswegen ist es wichtig, dass die Menschen auch das gemeinsame Ziel mitteilen. Und ich glaube, bei diesem Ziel, nämlich bei der medizinischen Versorgung, bei der Versorgung auf einer Intensivstation, die wir alle brauchen, können nicht nur, wenn wir Corona haben, sondern auch, wenn wir einen Autounfall haben, wenn wir eine dringende Operation brauchen oder wenn wir einen Schlaganfall haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich glaube, auch hier wird es einen breiten politischen Konsens geben, weil diese Ressource ist jedenfalls sicherzustellen. Auf der anderen Seite bitte, ja, genau. Auch
an den Gesundheitsminister. Können Sie ausschließen aus jetziger Sicht, dass es nach Ende dieses Lockdowns für Geimpfte Ausgangsbeschränkungen noch geben wird, auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, über die jetzt immer wieder spekuliert wird? Ist es auch möglich, dass Nachtclubs bis Ende des Jahres zu sind? Können Sie ausschließen, dass Geimpfte dann nicht nochmals quasi zum Handkuss kommen? Und die Forderungen nach Schulschließungen werden ja jetzt allseits immer lauter, nachdem ja hier die Inzidenz besonders hoch ist. Wie lange wollen Sie hier noch zusehen? Gibt es einen Exitplan zu sagen, wir schließen die Schulen vielleicht für eine Woche, um die Zahlen auch hier in den Griff zu kriegen? Und vielleicht das auch eine Frage an die Familienministerin. Sie haben das ja angesprochen, auch zuerst die Kinder, die ja gerade besonders gefährdet sind. Wären Sie oder würden Sie für eine Schließung der Schulen, für eine kurzzeitige Schließung der Schulen plädieren, um hier die Infektionszahlen wieder in den Griff zu kriegen, um eben die Gesundheit der Kinder nicht aufs Spiel zu setzen? Ich beginne gern mit den Schulschließungen. Ich halte es für den richtigen Weg, den wir jetzt gegangen sind, nämlich, dass wir den Kindern, auch jenen, die es besonders brauchen, dass wir jenen die Möglichkeit des Präsenzunterrichts in der Schule geben. Denn ja, es geht darum, dass wir das Infektionsgeschehen auch reduzieren, aber es geht auch wirklich langfristig darum, dass wir auch auf die Psyche und auch das Wohlbefinden unserer Kinder schauen. Und es gibt einfach auch Familien, wo es nicht so einfach geht, die Kinder zu Hause zu lassen, wo es auch die familiären Verhältnisse nicht so zulassen. Und da ist es wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Wir haben gesehen, dass besonders die Kinder in den letzten 2 Jahren noch sehr gelitten haben, darunter, dass sie im Präsenzunterricht nicht teilnehmen können, dass sie auch ihre Schulkolleginnen und Kollegen nicht sehen können. Und daher war es uns wichtig, ich bin da auch hundertprozentig im Einklang mit dem Bildungsminister, dass wir die Schulen offen halten und eben den Präsenzunterricht auch möglich machen. Und das ist eben natürlich die Abwägung der Güter, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Ja, natürlich aus epidemiologischer Sicht wäre es womöglich auch ein gangbarer Weg, wieder zu schließen oder wieder sozusagen den Präsenzunterricht auszusetzen. Aber wir müssen auch langfristig auf das Wohlergehen im Gesamten der Kinder und Jugendlichen achten. Und daher sind wir diesen Weg gegangen, aber nicht leichtfertig. Denn eines ist ja auch klar, und da müssen Sie nur in andere europäische Länder sehen. Österreich hat hier wirklich ein großartiges Testsystem in den Schulen implementiert, aufgebaut, mit umfassenden Testungen, mit regelmäßigen Testungen. Dadurch ist es möglich, dass wir das Infektionsgeschehen auch in den Schulen so gut erkennen und dann auch reduzieren können. Das heißt, die Schulen, wenn man so will, leisten ja hier auch einen Beitrag, um das Infektionsgeschehen dann auch zu erkennen durch dieses umfassende Testsystem. Also Präsenzunterricht ja, aber natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen, allem, was möglich ist. Das ist die Basis dafür, dass wir den Präsenzunterricht auch weiter aufrechterhalten können für jene Familien, für jene Kinder, für die es eben die Eltern in ihrer Eigenverantwortung auch notwendig erachten, denn die Eltern wissen nun mal am besten, was das Beste für ihr Kind ist. Wir haben durchaus unterschiedliche Situationen in den Bundesländern. Wir haben eine doch dramatische Situation in Oberösterreich und Salzburg. Wir haben eine bessere Situation allerdings auf sehr hohem Niveau in Wien und im Burgenland. Meine Aufgabe als Gesundheitsminister ist es, dass ich über Österreich gesehen die Intensivkapazitäten für jeden, der das braucht, sicherstelle. Das ist derzeit nicht anders möglich als mit einem harten Lockdown. Wir haben Maßnahmen gesetzt, die bereits Wirkung zeigen. Wir haben die 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt. Wir haben die 2G-Regelung im Freizeitbereich. Wir haben die Impfungen massiv forciert, 100.000 Menschen, die jeden Tag in Österreich geimpft werden. Und das zeigt bereits Wirkung. Das sehen wir. Jetzt ist es notwendig, dass wir auch die geimpften Menschen noch einmal um Mithilfe ersuchen. Das ist nicht leicht. Es ist ein 20-tägiger Lockdown vereinbart. Es wird nachher der Lockdown weitergehen für die ungeimpften Menschen. Und Ziel ist es, dass wir durch diesen 3-wöchigen Lockdown die Spitalskapazitäten so weit entlasten, dass ich auch über die nächsten Wochen hin die medizinische Versorgung von allen Menschen in Österreich, die das brauchen, sicherstellen kann. Wir schauen uns jetzt einen 3-wöchigen Lockdown an. Sehr genau. Wir haben nachher einen Lockdown für Ungeimpfte, der weitergehen wird, weil das eine Personengruppe ist, die wir besonders schützen müssen. Und ich glaube, die Impfungen sind jetzt das Gebot der Stunde. Wir haben uns zu einer allgemeinen Impfpflicht entschieden in der Bundesregierung.
Wir haben jetzt 100.000 Menschen in Österreich, die jeden Tag zur Impfung gehen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. 76.000 dritte Dosen, das ist massiv. Es gehen wieder Menschen zum Impfen, die Impfstraßen werden wieder raufgefahren und geöffnet. Das ist sehr positiv. Vielen Dank an die Bundesländer. Das ist nicht so einfach, das so rasch zu organisieren. Bin ich sehr optimistisch, dass wir jeden Menschen in Österreich, der das will, unmittelbar auch die Impfung anbieten können. Das ist das Wesentliche jetzt. Wie kommen wir möglichst rasch aus der vierten Welle heraus und wie verhindern wir, dass es zu einer fünften Welle kommt? Das ist die Perspektive, die wir jetzt geben mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Gut, ich sehe deine Frage. Gibt es noch? Und dann. Ich hätte eine Frage zum Thema Impfen. Es gab in den letzten Tagen, Wochen auch Überlegungen, zum Beispiel der Herr Unirektor von der Uni Graz, der Herr Samonik hat gesagt, man soll den Leuten 1.000 Euro zahlen, jeder, der sich impfen lässt oder impfen hat lassen, weil das viel, viel billiger ist am Ende als ein Lockdown. Es gibt in Oberösterreich eine Regelung, dass wenn Eltern ihre Kinder unter anderem eben auch impfen lassen, über den Mutter-Kind-Pass, über die Impfungen und so weiter, dass es da also bis zu 375 Euro an Bonus gibt. Wäre das nicht auch eine, oder ist das eine Überlegung, dass man sagt, man arbeitet mit Geld auch? Das ist in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gelöst worden. Auch der ORF hat jetzt dankenswerterweise eine Impflotterie oder wird sie veranstalten. Wir haben, glaube ich, einen sehr großen Impfanreiz bereits gesetzt, indem wir sagen, dass Kinder impfbar sind, dass wir die Impfquote steigern müssen, dass das die einzige Möglichkeit ist, die wir haben, die Pandemie zu beenden. Gibt es einen größeren Anreiz, dass wir alle gemeinsam die Pandemie beenden? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das Impfen forciert werden muss. 76.000 dritte Dosen gestern. Wir haben, das sind die Juni-Zahlen wieder, die Menschen gehen impfen. Wir haben genug Impfstoff. Wir haben wieder die Impfzentren, die Impfstraßen, die aufsperren. Wir haben die Kinderimpfung, die Ende dieser Woche zugelassen werden wird und mit wenigen Tagen Verzögerung dann vom nationalen Impfgremium auch empfohlen werden wird. Und das ist die Perspektive, die wir jetzt brauchen. Es ist, für niemanden ist ein Lockdown einfach, für die Geimpften nicht und für die Ungeimpften nicht. Und das, was wir brauchen, ist jetzt ein gemeinsames Handeln, ein Zusammenstehen und eine klare Perspektive aus der Pandemie. Gut, herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Einen schönen Tag und alles Gute. Danke, auf Wiedersehen.